Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich war heute bei DM einkaufen und aus diesem Grund gibt es heute von mir einen DM-Ball. Ich habe hier so eine kleine volle Tüte vor mir und die werden wir jetzt einfach gemeinsam ausräumen. Die Preise blende ich euch dann unten ein. Was die Frau jedes Monat braucht, natürlich Slip-Einlagen. Ich zeige auch solche Sachen, denn warum sollten wir uns dafür schämen? Von Balea, das Oil Repair Schwerelos Haaröl Spray. Einfach nicht für meine eigenen Haare, sondern für die Extensions, weil die wirklich sehr, sehr trocken sind. Und der Duft ist schon mal sehr angenehm, ich muss sagen, schon fast von einem Parfum. Aber ja, die Haare greifen sich dann noch gut an. Was mir nicht so gefällt, ist, dass es mit Treibgasen ist. Aber sehen wir mal, ob ich das Produkt wieder nachkaufen werde oder nicht. Und weg mit dir. Dann von Borotalco mein Lieblingsdeo, der Deo Stick. Nicht nur aus dem Grund, wofür man ihn normalerweise verwendet, den Deo, sondern auch im Sommer verwende ich das ganz gern. Habe ich im Internet gelesen, dass es ein guter Hack sein soll. Zwischen den Beinen, wenn es sehr heiß ist und man sehr viel schwitzt, damit die nicht so aufreiben. Und ja, dafür habe ich mir diesen Deo Stick gekauft von Borotalco in der Geruchsrichtung Original. Ja, mal gucken, wie das funktionieren wird. Dann von Gliscour eine Express Repair Oil, Repair Spülung Oil Nutritive für strohiges und splissanfälliges Haar. Ebenfalls Pflege für meine Extensions, damit die nicht so trocken und strohig sind. Dann als nächstes habe ich mir von der Marke Foamy, habe ich jetzt neu entdeckt bei DM, für geschädigtes Haar ein festes Shampoo mir gekauft. Aber ganz so heraus habe ich noch nicht, wie die Verpackung aufgeht. Normalerweise bin ich ja ein totales Verpackungsopfer, aber irgendwie scheitere ich gerade an dieser Verpackung. Ohne sie jetzt zu zerstören. Jetzt. Let's have a look at it. Okay, das riecht wirklich ausgesprochen sehr gut. Das Shampoo kommt an einem Bändchen zum Festhalten. Und das Shampoo riecht wirklich extremst gut, nach meiner Meinung nach Rose. Ich würde sagen, das ist ein cleaner, fresher Duft. Und ja, ich habe mich jetzt mal für die feste Variante entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich die Umwelt etwas mehr schonen möchte. Und hier ist einfach nur eine Papierverpackung. Weiters enthält das Shampoo keine Mineralöle, keine Seife, keine Silikone und keine PEG. Also Kunststoffe sind auch keine enthalten. Ja, dann, like always, mein Listerin-Mundwasser, immer in einer anderen Richtung. Hier habe ich Green Tea genommen. Dann von Ebelin das Präzisions-Make-up, auch einfach ein Make-up-Schwamm wie jeder andere auch. Nur, dass er halt günstig ist für sein Geld und auch den Job gut erledigt, genauso wie der Beauty Blender. Dann habe ich einen Lippenpflegestift mit Lichtschutzfaktor 30. Einfach um die Lippen im Sommer, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind, besser zu schützen. Dann wieder nachgekauft von Essence den Camouflage Matt Concealer in der Farbe Light Ivory, also Farbe 020. Auch ein Favorite Product von mir, was ich, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal nachgekauft habe. Dann eine Mini-Ausgabe der Camille Handcreme. Ich liebe diese Handcreme und gerade wenn du sehr rissige Stellen zwischen den Fingern hast, ist die wirklich super, super dafür. Und last but not least habe ich meine Spülungen wieder aufgestockt. Und zwar habe ich hier die Intensivpflegespülung und die Farbglanzspülung von Balea. Beides einfach nur, um beim Tönen der Haare einfach eine Grundlage zum Mischen zu haben. Die kosten, glaube ich, 75 Cent. Also ja,
Feuerwehrspülungen verwende ich da meistens nicht. Noch dazu sind diese Spülungen silikonfrei. Und wie gesagt, da habe ich jeweils zweimal zugeschlagen. Und last but not least, ein kleines Döschen BB Zartcreme. Einfach gerade hier habe ich eine Ausschlagproblematik, also hier ist die Haut irritiert und dafür verwende ich die oder die Bepanthen Creme. Und ja, das war es jetzt mit meinem DM Haul. So weit, so gut. Ihr habt gesehen, die Tüte war ganz schön voll und im Endeffekt war jetzt nicht so viel drinnen. Die Preise, wie gesagt, blende ich euch unten ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um jedes Mal benachrichtigt zu werden, wenn ich ein Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!